Kurz vor sieben an einem Dienstagmorgen. Noch scheint alles ruhig zu sein bei der weltweit agierenden Logistikfirma BLG im Duisburger Lockport 1. Doch der Schein trügt, denn schon bald wacht das 180.000 Quadratmeter große Areal auf der ehemaligen Fläche des Krupphüttenwerks in Rheinhausen auf. Über 20.000 Fahrzeuge schlägt die BLG Logistics an ihrem Inlandsterminal in Duisburg jedes Jahr um. Per LKW, Schiff oder Bahn kommen die Autos hierher. Aus Deutschland und ganz Europa. Hauptsächlich aber aus osteuropäischen Automobilwerken oder von den Westhäfen wie Antwerpen oder Seebrügge. Seit 10 Jahren hat die BLG ihren Standort in Duisburg. Niederlassungsleiter Andreas Thiemann weiß das Lockport 1 und die BLG als Arbeitsplatz zu schätzen. Wir haben natürlich Riesenvorteile für den Standort hier in Rheinhausen, dass wir direkt an der Grenze zu den Niederlanden liegen und mitten im Ballungsgebiet Rhein-Ruhr, wo ja relativ viele Fahrzeuge hingeliefert werden. Und das ist ein eindeutiger Standortvorteil. Die BLG gehört zu den größten Automobillogistikern Europas. Auf dem Duisburger Terminal werden die Fahrzeuge gelagert, umgeschlagen und teilweise im Auftrag der Automobilhersteller technisch bearbeitet. Je nach Kundenwunsch werden die Autos betankt, entklebt oder umgebaut. Danach gelangen sie per LKW zu den Händlern im Ruhrgebiet. Und nicht nur Neuwagen kommen in Duisburg an. Wir bearbeiten auch Gebrauchtfahrzeuge, das sind ca. 12.000 Einheiten im Jahr, die wir aufarbeiten. Die kommen aus der Vermietung zurück in der Regel oder aus dem Leasinggeschäft und die werden durch uns in der Lackiererei bearbeitet und dann wieder zum Handel ausgeliefert als junge Gebrauchtfahrzeuge. 5.000 Quadratmeter umfasst das Technikzentrum der BLG in Duisburg. Neben Lackkabinen gibt es hier eine vollautomatische Waschstraße. In der großen Halle wird inspiziert, repariert, gepflegt und modifiziert. Auch das sogenannte Kaltdrücken, bei dem kleinere und größere Beulen beseitigt werden, beherrschen die Mitarbeiter. Einer davon ist Michael Thiel. Bei der Ausbeultechnik werden Dellen von der Fahrzeuginnenseite her systematisch herausmassiert. Die Lackschicht wird dabei nicht beschädigt. Hierfür sind viel Feingefühl und vor allem ein geschultes Auge nötig. Der Laie sieht nur die gelbe Markierung. Die Delle bleibt für ihn unsichtbar. Das Handwerk muss extra erlernt werden und erfordert eine perfektionierte Technik, damit das Endergebnis überzeugen kann. Wenn man mit dem Werkzeug drankommt, gibt es bis zu 95% Dellen, die man entfernen kann. Es gibt natürlich spitze Dellen und es gibt flache Dellen und natürlich auch große Dellen. In Verbindung natürlich auch mit Verstrebungen, die natürlich auch für die Fahrzeuge da sein müssen, um die Stabilisierung sicherzustellen. Und da muss man dann halt auch mit verschiedenem Werkzeug arbeiten. So wie ich jetzt hier mit dem Tripointer arbeite. Und so gibt es aber auch flache Werkzeuge, wo man eben halt hinter den Verstrebungen kommen muss. Autos, wohin das Auge reicht. Kleine und große Dellen, Umlackierungen und spezielle Modifikationen. Jeden Tag gibt es hier neue Herausforderungen an einem interessanten Arbeitsplatz mitten im Duisburger Lockport 1 in Rheinhausen.